Eine totale Mondfinsternis ereignet sich, wenn Sonne, Erde und Mond in dieser Reihenfolge in einer Linie stehen. Am 16. Mai 2022 ist das der Fall. Nicht irgendwo, sondern direkt über uns in Europa. Die Mondfinsternis am 16. Mai ist allerdings eine Herausforderung. Man braucht nämlich den unverstellten Blick auf den westlichen Horizont, wo der Mond sich während der Verfinsterung befindet. Im Osten Europas und Deutschlands ist die Mondfinsternis zwar auch sichtbar, sie tritt aber dort nur partiell auf. Hier ist der Grenzverlauf zu sehen. In der Praxis dürfte das aber keine große Rolle spielen, denn der Mondschatten besitzt keine abgegrenzten, scharfen Ränder. Die Aufnahmen entstanden vor der Mondfinsternis, sind also eine Simulation, aber immerhin mit einer Genauigkeit im Sekundenbereich. Beginnen möchte ich mit der Mondfinsternis über der Rhön bei Fulda. Danach mache ich einen Abstecher in den Orbit, ca. 400 km über der Erdoberfläche. Und danach geht es zum Mond. Dort erwartet uns ein Perspektivenwechsel. Denn dort findet keine Mondfinsternis, sondern eine Sonnenfinsternis statt. Die Rhön ist ein hervorragender Aussichtspunkt. Erstens liegt sie im Bereich der totalen Mondfinsternis. Zweitens verfügt die Rhön über eine weitgehend intakte Nachtlandschaft und gute Fernsicht. Nicht umsonst ist die Rhön seit 2014 internationaler Sternenpark. Wie ist der Ablauf? Die wahrnehmbare Mondfinsternis beginnt um 4.27 Uhr zunächst partiell. Das bedeutet, der Kernschatten der Erde berührt erstmals den Mond und schiebt sich dann immer weiter in die Mondscheibe hinein. Die totale Mondfinsternis wird auch Blutmond genannt. Die Sonnenstrahlen büßen beim Durchgang durch die Erdatmosphäre ihre blauen Lichtanteile ein. Übrig bleiben die energieärmeren roten Lichtanteile, die schließlich auf den Mond auftreffen. Effekte der Lichtbrechung bewirken, dass die verbliebenen Lichtanteile in den inneren Schattenbereich hineingestreut werden. In der Summe eine ziemlich verrückte Kettenreaktion aus Strahlung, Verdunklung, Filterung, Lichtbrechung, Reflexion und relativen Bewegungen von Sonne, Erde und Mond. Das Zusammenspiel ist fantastisch und der Tag wird kommen, da der erste Mensch das Spektakel auf dem Mond direkt zu sehen bekommt. Wie das aussehen könnte, das zeige ich näherungsweise zum Schluss des Videos.
Besondere an dieser Mondfinsternis ist, dass Finsternis, Monduntergang im Westen und Sonnenaufgang im Osten extrem eng beieinander liegen. Wenn über der Rhön um 5.29 Uhr der Kernschatten den Mond vollständig bedeckt, also das Maximum an Dunkelheit erreicht ist, bleiben für die weitere Beobachtung des Mondes nur noch 5 Minuten Zeit. Um 5.34 Uhr geht der Mond nämlich schon wieder am westlichen Horizont unter. Die Finsternis läuft weiter, findet dann aber hinter dem Horizont statt.